Guten Morgen allerseits, guten Morgen in die Runde, guten Morgen DAX Index Webinar, vorbörsliche Marktvorbereitung, Foxetra Start. Ja, so schnell geht die Zeit vorbei, schon schreiben wir den 5. Oktober, fast Mitte Herbst. Mein Name ist Roman Krotianski, mich und meine Kollegen treffen Sie ja hier in Berlin an, falls Sie bei uns mal vorbeischauen wollen, aber für gewöhnlich sind wir eher am Telefon bzw. im Internet als Kundenbetreuer für Sie tätig. Von uns bekommen Sie stets das obligatorische Devisen- und CFD-Handel auf Margin, ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Den Rest werde ich nicht vorlesen, das ist für die, die heute das allererste Mal dabei sind, aber das sehen Sie auf Ihren Bildschirmen. Wir gehen an sich davon aus, dass Sie diese Kleinigkeiten beherrschen. Das war es im Prinzip von meiner Seite. Das Wichtigste an unseren Webinaren kommt immer von Dirk Frischewski. Und ich gehe davon aus, dass Dirk wieder mal mit seinem Einloggen gerade zu kämpfen hat. Gehen wir davon aus, dass es nicht allzu lange dauern wird. Kurze Informationen vielleicht schon mal vorab. Unser Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, dass im Laufe des Tages Sie, sehr geehrte Damen und Herren, die Aufzeichnung auf unserem YouTube-Kanal nachsehen können, beziehungsweise vielleicht wird der eine oder der andere Bekannte jetzt gerade nicht teilnehmen können, dann können Sie ihm schon mal sagen, okay, pass mal auf, wirst du schon online nachsehen können. Zweite Geschichte, wir hoffen, dass unsere Webinare Ihnen gefallen und dass Sie natürlich im Laufe der Session ja, mal die eine oder die andere Frage in die Runde werfen können, so dass Dirk Frischewski die Frage schnell mal beantworten kann. Das machen Sie über Ihre Tastatur, tippen Sie die Frage ein und schicken Sie in die Runde. Wir gehen davon aus, dass die Frage natürlich sofort ja, zum Gesagten einfach mal passt und die dann auch schnell beantwortet werden kann. Ansonsten, falls es nicht klappt, dann machen wir es eher zum Schluss. Dirk Frischewski, ich sehe, du bist schon online. Mikro in Ordnung, alles top? Ja, alles top. Ja, es hat eine Weile hier gebraucht. Ich weiß nicht, heute Morgen mit dem Anmelde-Link bin ich da nicht sofort drauf gekommen. Hat hier irgendwie was blockiert. Müssen wir vielleicht irgendwie später mal versuchen, dass, ob wir da was machen können. Dirk, vielleicht etwas lauter, wie gesagt. Ja. Ja, und dann können wir auch schon zu dir rüber switchen. Die Informationen von meiner Seite habe ich schon alle durchgegeben. Sprich, jetzt bist du an der Reihe. Gut, also Bildschirmübertragung läuft. Ich hoffe, man kann das alles erkennen. Ich gehe mal zunächst, bevor wir hier das Gap uns heute Morgen anschauen, gehen wir erstmal auf die Bildschirmpräsentation und schauen uns mal aktuelle Daten an. Wenn wir uns die Indikationen anschauen, sind wir da gerade im Moment 9.704, 9.702, 50er. Für diejenigen, die jetzt noch schnell zu Anfang der Session vielleicht noch einen Blick auf eine Einzelaktie werfen wollen, da tut sich was bei K+S. Da ist heute Morgen ein kräftiges Minus entstanden, teilweise -20%. Warum? Hier ist bekannt geworden, dass Potash, also aus Saskatchewan, dort diese Firma, diese kanadische Firma, die ja auch K+S öfters jetzt schon vorhatte zu übernehmen, beziehungsweise es angekündigt hatte. Und die haben das jetzt abgesagt, abgeblasen und dementsprechend fällt die Aktie jetzt erstmal in ein Loch. Jetzt ist meine Frage natürlich, eine Abwärtsübertreibung findet wahrscheinlich aktuell statt. Und das zunächst mal zu einem Einzelwert aus dem DAX. Gehen wir auf die Schlusskurse vom Freitag und gucken uns mal an, wo wir hier geschlossen haben, 9.553. Wir sind da ja zeitweise bis unter die 9.400er Marke gerutscht. Das war hauptsächlich den US-Arbeitsmarktdaten geschuldet. Da gab es zwischenzeitlich sehr hoch eine sehr hohe Volatilität. Runter ging es also bis auf 9.396 im Bereich des DAX und vor allen Dingen dann eine fulminante Aufholjagd Richtung 9.680er Bereiche zum Späthandel bzw. zum nachbörslichen Handel und natürlich, wie wir jetzt hier auf Future DAX gucken, im Bereich 9.679. Schlusskurse USA, hier auch am Freitag zunächst einmal kurzer Dip nach unten, aber beachtlich stark geschlossen. Wenn man hier die Statistiken bemüht, dann kann man sehen, dass das hier seit 4 Jahren eine der stärksten Reversals ist. Also das ist schon relativ
ein nettes Zeichen. Man muss aber auch immer aufpassen, dass solche Dinge nicht aus Versehen als Bullenfalle gewertet werden und plötzlich fällt man wieder in das nächste Loch. Das werden wir jetzt mal abwarten, wie weit wir tatsächlich noch zwei Fallstellen jetzt überwinden können nach oben, um dann auch tatsächlich von der Erholungsbewegung, einer weiteren Erholungsbewegung zu sprechen. Gucken wir auf Asien heute Morgen. Da ist hier der Nikkei auch sehr positiv aus dem Handel gegangen, plus 1,58, hat die 18.000er-Marke überschritten. Die Südkoreaner, der Kospi, plus 0,44, Hang Seng, der einzige chinesische, in Anführungszeichen, chinesische Markt, der hier offen hat, Hang Seng plus 1,36%. Dann die Aussies mit einem beachtlichen Plus, 1,95%. Das sind schon ein paar Vorschusslorbeeren bzw. anzutestende, wenn man jetzt hier auch die Zinssitzung hier sich quasi um die Ecke wähnt. Und zwar die Reserve Bank of Australia hat ihre Leitzinsentscheidung ja morgen Nacht. Und da werden wir darauf achten müssen, wer da interessiert ist an diesen Währungspaar, zum Beispiel Australien-Dollar gegen den Dollar und vor allen Dingen auch australische Märkte, wie dort die Zinsentwicklung und auch die Zinspolitik da wieder reinspielt. Gucken wir auf die volkswirtschaftlichen Daten heute Morgen. Da ist es eine Reihe von Einkaufsmanager-Indizes aus dem Sektor der Eurozone hier, angefangen mit Spanien um 9.15 Uhr, geht es dann über Italien um 9.45 Uhr. Der Composite von Italien kommt natürlich auch um 9.45 Uhr, da habe ich mich vertippt, aus der 4 ist eine 1 geworden. Einkaufsmanager-Index kommen ebenso aus Frankreich, aus Deutschland um 9.55 Uhr. Dementsprechend auch dort nochmal zusätzlich für den DAX von Bedeutung und natürlich auch für die Eurozone um 10 Uhr. Das gleiche gibt es auch nochmal CRPS für die Briten, also Großbritannien. Auch hier nochmal um 10.30 Uhr Einkaufsmanager-Index und dann um 11 Uhr Einzelhandelsumsatz für die Eurozone für den Monat August. Das geht dann in den Nachmittag rein, wo wir dann nochmal Volumina der EZB-Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen, ABS haben. Wir haben jetzt heute den 5. Oktober. Dementsprechend gibt es dort auch noch eine Zusammenfassung für den Monat September seitens dieser Anleihekäufe und dieser Programme der EZB. Mit anderen Worten einen sogenannten Septemberbericht. Das wird man dann eben dementsprechend auch sehen, wie viel Volumina dort im Monat September zustande gekommen sind, ob die EZB in der Lage war, auch tatsächlich diese Volumina, so wie sie das vorhatte, auch im Markt zu erwerben. Und das müsste dann auch dementsprechend ja auch noch ein paar Schlussfolgerungen darauf geben, dann inwieweit sie überhaupt fähig wäre, das Programm auszuweiten, was der Markt ja so quasi hier schon hervorhebt oder auch ein Stück weit herbei wünscht. Gucken wir auch auf die US-Daten, diese hier ab 15.45 Uhr nochmal, auch Einkaufsmanager-Index, ebenso Dienstleistungssektor für den Monat September hier von der Agentur Market. Das gleiche nochmal Einkaufsmanager-Index von ISM und dann nochmal der sogenannte Labor Markets Condition Index, also der Arbeitsmarktbericht der Federal Reserve für den Monat September um 16 Uhr. Das sind so quasi die blau gefärbten, die innerhalb von einer Viertelstunde ja letzten Endes im Markt ankommen, die wichtigsten Daten, was Euro-US-Dollar hier heute angeht. Mitunter natürlich aber auch die Einkaufsmanager-Index der Eurozone und Deutschland, die da reinspielen. Für diejenigen, die hier noch den Kiwi handeln, also sprich den Neuseeland-Dollar gegen den US-Dollar zum Beispiel, die haben dann auch noch nachbörslich nach 22 Uhr, eben noch um 23 Uhr hier das Geschäftsklima für das dritte Quartal für Neuseeland. Was ist in der Woche noch quasi zu beachten? Es ist wie vorhin kurz angesprochen mit Australien, die Reserve Bank of Australia, die ihren Leitzinsentscheid hat am Dienstag in der Nacht. Da gibt es für Deutschland, hauptsächlich für Deutschland und DAX, dementsprechend Auftragseingang der Industrie und noch ein US-Handelsbilanzsaldo am Dienstag. Mittwoch haben wir dann schon die zweite wichtige Zentralbank, die dort Sitzung hat und Leitzinssitzung hat, die Bank of Japan. Dementsprechend US-Dollar, japanischer Yen oder Euro, japanischer Yen, diese beiden Währungspaare unter anderem von Interesse. Und natürlich der Nikkei 225er bzw. auch der Topix als interessante Indizes dort, wie man das Ereignis Bank of Japan quasi spielen kann. Da geht es hauptsächlich auch darum, was macht die Bank of Japan mit ihrem General, sage ich schon fast, mit ihrem Gouverneur Kuroda. Werden sie da dementsprechend noch weiter ausweiten, die jeweiligen quantitativen Lockerungen,
was wird passieren und dementsprechend, wie wird sich das dann auf die jeweiligen Währungspaare und Märkte auswirken. Deswegen, da fangen die Spekulationen und auch die Setups eben gerade in diesen Währungspaaren Euro-Yen und US-Dollar, japanischer Yen dann schon an. Heute Nacht fingen sie schon an und genauso gilt das übrigens auch für den australischen Dollar. Donnerstag haben wir dann Handelsbilanzsaldo für Deutschland. Dann haben wir noch die dritte Leitzinsentscheidung, die dritte Notenbanksitzung, die Bank of England, um 13 Uhr am Donnerstag. Und dann noch hier das EZB-Sitzungsprotokoll. Es ist ja eine nicht geldpolitische Sitzung diese Woche. Also mit anderen Worten, da gibt es keine Pressekonferenz in diesem Sinne, wie man das gewohnt ist sonst mit Mario Draghi. Und dann haben wir hauptsächlich am Donnerstag nochmal das FOMC-Sitzungsprotokoll, also das Open Market Committee, das dort von der letzten Federal Reserve-Sitzung vom 18. September dort, Entschuldigung, vom 17. September dort noch einmal, da letzten Endes die Parameter dort niedergeschrieben, kann man dann dort niedergeschrieben sehen, was dort verlautbart wurde. Alcoa habe ich hier in hinter das Komma noch gesetzt. Es geht hauptsächlich darum, Alcoa, was früher ja, also Alcoa war früher ein Mitglied im Dow Jones. Und bis heute ist es so, dass Alcoa traditionell die US-Berichtssaison einleitet und das ist am Donnerstag der Fall. Ab Donnerstag findet quasi mit Alcoa, mit dem ersten Unternehmen, dem ersten größeren Unternehmen aus den USA, die Berichtssaison für das dritte Quartal statt. Dementsprechend kann man sich jetzt schon wieder darauf vorbereiten, dass wir in Richtung da quasi dritte Berichtssaison auch die ersten Abschläge in den dritten Quartalsberichten sehen werden, wo der starke Dollar nochmals reinschiebt. Das heißt also, Euro, US-Dollar kommt in Bedrängnis und auch DAX wird sich da ein Stück weit auch mitziehen, was die US-Unternehmen angeht. Freitags dann noch Industrieproduktion und was wichtig ist, vor allem für die Japaner und auch für die weiteren Asiaten, der Handel in China, Festlandchina, bleibt bis Mittwoch geschlossen. Wie der andere dort sagt gerade, nein, es ist keine Nachrichtensendung, es geht hier letzten Endes um Trading, aber letzten Endes, wer das nur mit der technischen Analyse betreibt, der leidet auch Schiffbruch. Das zur Antwort, ob das hier eine Nachrichtensendung ist. DAX Cash Pivots haben wir die technischen Marken im Bereich der 9.811 nach oben hin als Resistance 2, die hier auch in der Nähe noch der alten Marke der 9.780er Marke ist. Wir haben nach oben hin nochmal die 9.954, bevor wir auch schon wieder auf die zwischengeschaltete quasi Marke der 10.050er, 10.060er nach oben hin kommen, wo wir die Abrisskante, die letzte Abrisskante hatten. Auch das gleich im Chart. Wir haben hier Runterzugs im Bereich des Supports. Wichtig nach unten noch Support 1, der auch am Freitag letzten Endes ja auch getestet wurde. Dirk, wir haben dich verloren. Ich wüsste jetzt nicht, ob das an dem Mikro eventuell liegt oder an der Verbindung. Wenn du uns hörst, so, sehr geehrte Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass jetzt eine kleine technische Störung vorliegt. Genau, wie ich sehe, wurde Dirk rausgeschmissen. Tja, vielleicht hat sein Internetanbieter gerade uns bösen Streiche gespielt. Warten wir mal ganz kurz. Ich bin mir sicher, Dirk versucht, die Verbindung nochmal aufzubauen. Ja, also auf jeden Fall vielen Dank für die Reaktionen. Das ist schon mal gut, dass natürlich die Art und Weise, wie das präsentiert wird, niemanden ohne Reaktion dastehen lässt. Aber, wie Dirk schon sagte, die Informationen, die sind ja kurz zusammengefasst, sind schon für die technische Analyse notwendig. Tja, da schreibt ein Teilnehmer, ob die Rechnung nicht bezahlt ist. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass Dirk seine Rechnung schon ordentlich bezahlt. Ja, und in dem Sinne, ja, vielen Dank für die Reaktionen. Die Informationen sind gut und wichtig. Da kann ich nur zustimmen. Ja. So leid es mir tut, die Präsentation von Dirk kann leider von mir auch nicht ersetzt werden.
wir bereiten auch verschiedene Dinge vor. Das heißt, auch wenn ich gerne jetzt einfach mal weiterreden würde, nicht weiterreden, sondern ich meine beim Thema bleiben. So, ich hoffe, es kann wirklich nicht allzu lange dauern. Ja, die Telefoneinwahl ist schon korrekt, aber wenn Dirk die Folien nicht zeigen wird, beziehungsweise seinen Bildschirm uns nicht zur Verfügung stellt, wird das auch schwierig mit der Telefoneinwahl. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, also vor allem bei solchen kleinen Pannen ist es immer spannend, sich mit den Teilnehmern auszutauschen. Also ich würde Folgendes vorschlagen, das ist natürlich eine Ausnahmesituation. Wenn wir jetzt in den nächsten 2-3 Minuten nichts mehr von Dirk hören, gehen wir von einer größeren Störung aus und müssen im schlimmsten Fall unsere heutige Session abbrechen. Oh doch, ich denke schon, dass er mitbekommen hat, dass er offline ist. Ja, also das denke ich schon. Sonst würde er die Folien einfach mal weiterblättern. Ja. Also vielleicht auch wirklich richtige und super schöne Gelegenheit, die Fragen loszuwerden. Und damit Sie wissen, sehr geehrte Damen und Herren, ab und zu kommen, erreichen uns einfach die Fragen, die weniger mit dem Webinar oder mit dem Thema zu tun haben und die beantworten wir dann im Hintergrund. Ja. So. Dann switchen wir schon mal zu uns rüber. Ja, das ist eine gute Frage. Wohin geht der DAX? Ja, auf jeden Fall passt zum Thema. So viel kann ich schon mal sagen. Aber so. Genau. So, auf jeden Fall sehen Sie jetzt meine Ansicht. Und wie gesagt, wir warten jetzt vielleicht noch 2 Minütchen. Dirk trinkt Tee bei Rocco. Na, da wissen Sie vielleicht etwas mehr als ich. Da kann ich nicht weder widersprechen noch irgendwie bejahen. Also nee. Das wäre aber schade an so einem guten Montag. Das finde ich aber wirklich genauso schade. Da hat aber Dirk schon am Anfang mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Generelle Frage, schreibt ein Teilnehmer, wenn man CFD handelt, kauft man einen Call und zum Ausgleich einen Put, anstatt den Call zu verkaufen. Bei den CFDs ist es halt so, sehr geehrte Damen und Herren, dass sie wirklich eine Position schließen. Ja, sie schließen diese. Ja, sie machen nicht irgendwie aus einer Buy-Position dann die zunichte, indem sie eine Sell-Position erwerben, sondern sie schließen diese. Juhu, da sehe ich ihn wieder. Da sehe ich ihn wieder. Jetzt noch schnell sein Mikro. Dirk! So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Jetzt haben wir dich wieder. Das ist super. Das ist unglaublich. Hier alles versucht hier. Das ist unglaublich. Einfach komplett verabschiedet. Komplett Absturz. Wie auch immer. Ja. Etwas lauter vielleicht, Dirk, und dann schnell einfach an dem ansetzen, genau, wo du aufgehört hast. Vielen Dank an Microsoft und an die super Ankündigung von Windows 10, was es da alles für Müll seitdem gibt. Wie auch immer, jedenfalls jetzt geht's los. Es tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Also wir gehen jetzt kurzfristig mal in den Minutenchart nochmal rein, schauen uns gerade heute Morgen hier nochmal das Thema Gap nochmal kurz an. Auch hier Gap-Eröffnung hier nach oben hin ist noch nicht geschlossen in diesem Bereich. Also Schließung in diesem Fall wäre hier der Bereich der 9680er Ebene. Wenn wir da reingucken, was das Thema Gap-Trading noch angeht, jeder kennt die jeweiligen Begriffe wahrscheinlich, eher Common Gap und Runaway Gap und was es alles für Sorten von Gaps gibt. Jedenfalls die Wahrscheinlichkeitsrechnungen, wie oft Gaps am gleichen Handelstag geschlossen werden können und auch vor allen Dingen die Statistik, wie oft
Gaps am gleichen Handelstag geschlossen werden. Alles schön und gut. Natürlich ist jeder Handelstag nochmal neu, auch von der Wahrscheinlichkeit her hat sich da nicht viel geändert. Aber Hauptsache ist, dass man das halt als Trade Setup morgens auch immer mal probieren kann. Das heißt aber nicht, dass man das mit endlosen Stop quasi da versucht, sondern auch immer sehr eng begrenzt. Das heißt also, wenn man schon ein Gap Trade letzten Endes plant, dann natürlich immer mit einem relativ engen Stop-Loss, in dem Fall vielleicht hier in dem Bereich auch 20, 25 Punkte höchstens. Gut, noch kurz zum Nacherzählen in Richtung beispielsweise des Futures, des Bund Futures, wo wir einen Trade gehabt haben, auch noch in der letzten Woche, der ist geschlossen worden bei 157,10, also das heißt bei 156er Bereich geöffnet. Das war also dreistelliger Gewinn in diesem Fall, über 100 Punkte. Wer das mitgemacht hat, dem auf jeden Fall weiterhin ein absolutes Chapeau, denn man muss das auch einfach durchhalten, dass man das nach oben hin weiterzieht. Was haben wir beispielsweise heute Morgen noch gesehen? Parallel zum DAX hier läuft dieser Trade US-Dollar, japanischer Yen. Dieser Trade, der Stop-Loss, das ist natürlich ein Dummy-Trade hier in dem Fall. Der Stop-Loss sollte in dem Bereich auch nur 20 Punkte nach unten hin sein, das heißt also hier 75 nicht zu weit nach unten hin durchreichen lassen. Das hier in dem Fall, auch dieser vorhin angesprochene, noch zuvor im Webinar angesprochene heute hier, der Trade im US-Dollar japanischen Yen in Bezug auf die Bank of Japan und mögliches weiteres Quantity Easing. Zurück zum DAX. Gehen wir auf den Tageschart, gucken uns die jeweiligen Marken nochmal hier an. Hier geht es hauptsächlich darum zu sehen, hier sind die jeweiligen Unterstützungs- und die jeweiligen Marken, beispielsweise hier im Bereich ein neuer Chart nochmal kurz geöffnet, damit es hier nochmal die jeweiligen Cluster zu erkennen gibt, was wir im Bereich DAX beispielsweise im Bereich der Marken nach oben, nach unten uns anschauen können. Upsa, das war jetzt hier Kerze hoch ist Leim. So, dementsprechend auf den Candlestick-Chart und auf den Tageschart und ein Stück weit ausgeweitet. Es geht hauptsächlich darum, nochmal ganz kurz Dopplermarken herzustellen vom letzten großen Zwischentief bei 8,350 bis hoch zum Rekordhoch. Da allein jetzt die erste Anlaufmarke nur mal nach oben nochmal kurz anzuschauen, die ist die 61,8er Marke hier im Bereich der 9.885, 9.890. Die lassen wir uns jetzt mal hier stehen, gehen noch auf eine weitere Marke, und zwar indem wir den Chart noch ein Stück weit stauchen und legen eine weitere Fibonacci-Analyse nochmal drüber, vom letzten, also vom Rekordhoch auf das letzte Zwischentief. Na? Und kommen auch hier nochmal auf weitere Zusatzmarken, die hier von Interesse sein können, als nächste Anzugsmarken nach oben, die 23,6er, die schon im Bereich dieser 10.020, 10.030, respektive der 10.050er Marke in Reichweite ist, mit einem Überschießen. Das heißt also, diese zwei Marken nach oben hin, die nächsten Schaltstellen, 9,890 in Richtung 10.030, 10.050. Dann haben wir noch eine weitere Analyse im Kurzfristbereich, auf Stundenkurs, auf Stundenchart. Auch hier gehen wir nochmal drauf, und zwar mit einer Kurzfristanalyse hier auf das letzte Zwischenhoch, färben das auch nochmal schnell in eine andere Farbe ein. Ich hatte noch so viele andere Dinge vorhin noch zum Thema, auch welche Daten hier noch reinspielen können. Und schon ist die Zeit so knapp geworden durch diesen blöden technischen Mist hier gerade heute Morgen. So, kommen wir jetzt hier drauf, auch nochmal als nächste Anlaufmarken, was beispielsweise bei dieser kurzfristigen FIBO-Analyse hier noch von Interesse ist, die Unterstützung beispielsweise hier, die 9670, und als nächste Unterstützung unten noch hier im Bereich der 9600er Marke, als Unterstützungsmarken für den heutigen Handel. Erste Zielmarke, das letzte Zwischenhoch im Bereich dieser 9780 und die nächste Stufe nach oben hin dann im Bereich dann hier bis 9890 hoch. Das wären Kursziele nach oben. Nach Gap Close, heutigen Gap Close mit einem Rücksetzer im Idealfall bis auf diese 9670 oder höchstens mit einem Rücksetzer bis auf 9603 wäre dann letzten Endes weiteres Momentum nach oben im Innenbereich hier in Richtung dieser 9880, 9890 Hochzugs möglich. Marken nach unten, die werden wir natürlich auch noch kurz darstellen. Marken nach unten wären dann nach dem letzten Zwischentief
dieser 9305er, 9320er Marke von diesen Tiefs vom 24. August und auch vom letzten Zwischentief, den neuen Jahresverlaufstief, bei dieser 9300er Marke hier grob betrachtet, wären nach unten hin dann die nächsten Stufen 9115 und schon hier die glatte 9000er Marke in diesem Bereich. Das wäre hier von Interesse. Ja, dann wäre zum Beispiel noch eine weitere Marke nach unten hin, weiterhin diese 8350, wenn wir da auf den Tageschart nochmal zurückgehen und den nochmal ein Stück weit verkleinern, die hier aus dem Oktober 2014 nach wie vor noch steht. Da haben wir schon mehrfach darauf hingewiesen, dass der Bereich im Dow Jones zum Beispiel da schon getestet wurde. Der DAX hat das noch nicht durchgezogen. Thema VW, da sprechen viele immer noch von einer existenzbedrohenden Geschichte. Gut, das kann man also sehen. Allerdings eine Marke, so eine Riesenmarke mit so einer Historie VW, auch wenn da hier Beschiss ohne Ende jetzt hier mit diesem Dieselgate stattfindet, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir VW beispielsweise in mehreren Jahren irgendwann nicht mehr sehen werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Das zu dem Thema. Gut, gehen wir runter zugs in den Bereich der weiteren Analyse noch einmal, ein Stundenchart, da gehe ich noch mal kurz drauf, zeige auch noch mal ganz kurz den weiteren Indikator, relative Stärke in diesem Fall. Die Marken sind hier eingestellt, einmal ein 20er nach unten hin bei überverkauft und ein 80er Bereich im Bereich überkauft. Das heißt also, der Indikator, der in den Bereich der 80er Marke hochläuft, ist hier zum Beispiel an dieser Marke, es ist schön zu sehen, im Bereich hier stark überkauft. Da sind wir in diesen Bereichen hier noch nicht drin, auf Stundenkursbasis, auf 4-Stunden-Basis auch nicht, auf Tagesbasis auch nicht. Sie sehen also, hier sind wir in den letzten kleineren Zeitfenstern höchstens mal im 15-Minuten-Chart ansatzweise in Richtung mal hochgekommen, in diesen kurzfristigen Bereich hier bei der 75er-Marke. Das war jetzt hier heute Morgen bei Eröffnung 75, dementsprechend hier eine überverkaufte Situation im DAX auf diesem kurzfristigen Zeitfenster. Gehen wir zurück auf den Minuten-Chart und stauchen das Ganze nochmal. Ups, das war zu viel. Und gucken hier nochmal auf das eben hier heute Morgen gerissene Gap. Färben das nochmal ganz kurz ein. Vorhin sind wir ja da kurzfristig an der Stelle, haben wir uns ja verabschiedet. Und schauen hier nochmal mit dem sogenannten Gap-Setup, was hier dann vonstatten gehen kann. Jetzt können wir natürlich sagen, wir machen beim Gap-Close ein Long-Szenario. Oder wir können noch sagen, hier in dem Bereich beispielsweise ziehen wir uns auf beispielsweise das aktuelle Niveau in Sell rein und machen hier im Bereich des DAX einen 20-Punkte-Stop. Das wäre dann der Bereich der 9727 in dem Fall, 9723,5, wo wir uns hier abgrenzen in dem Fall, um hier ein kurzfristiges Short-Szenario noch zu spielen, einen sogenannten Gap-Close. Das nur von der Theorie her. Es ist hier letzten Endes möglich, dass wir zumindest hier in innerhalb von ein, zwei Minütchen hier den Gap-Close sehen, beispielsweise, und dort dann halt nur 10 oder 15 Punkte noch drunter reißen und danach der Markt wieder nach oben dreht. Das nur von der Theorie her. Es geht hier darum, nur das jeweilige Gap mal kurz vorzustellen, wie man so etwas handeln könnte. Kommen wir nochmal auf die Indikationen drauf. Thema DAX, welche Dinge da noch mit reinspielen können. Wir haben hier in den nächsten Tagen bis auf so zwei, drei Daten, die ich ja vorhin gesagt habe, mit Industrieproduktion, Handelsbilanz, wenige volkswirtschaftliche Daten auch rein aus Deutschland, die da mit hineinspielen können. Erst nächste Woche geht es dann noch weiter mit ZDW. Konjunkturerwartungen und auch dann in Richtung Oktoberende gibt es auch nur noch zwei wichtige Kerndaten für den DAX, die da aus Deutschland zumindest kommen. Das wäre dann schon der nächste IFO und das GfK-Konsumklima. Also da gibt es dann dementsprechend rein deutsche volkswirtschaftliche Daten, die da reinspielen, nicht sehr viele. Die meisten, obwohl man das nicht glauben mag, die meisten immer wieder wichtigen Daten kommen immer aus den USA. Wenn dort der Markt Schnupfen hat, haben wir hier die Erkältung und so bleibt es auch auf längere Zeit wohl uns noch erhalten. Es geht erst dann in Richtung hinter Oktober dann weiter mit auch Berichtssaison quasi auch bei deutschen Konzernen. Und da werden wir dann sehen, wie sich
das hineinspielt, vor allen Dingen, wenn wir dann sehen, wie die nächsten quasi Volkswagen-Zahlen da reinkommen, inwiefern man da mal schauen kann, wie dieser Skandal sich auch auf die ersten neuen Daten dann auswirkt. Gucken wir auf beispielsweise noch einen anderen Markt, und zwar neben dem DAX, noch kurzfristig hier nochmal auf den Bund zurückgeklappt. Wir haben das letzte Woche des Öfteren thematisiert. Der Bund ist ja handelbar, relativ neu jetzt hier auch. Hier in dem Bereich der 157,08, die Quote, wo wir hier die ersten Möglichkeiten noch eine Aufwärtsbewegung auf diese 138,2er FIBO und noch auf die 161,8er FIBO nach oben hin haben. Das wären also die nächsten Stufen der 157,90er bis hoch zu der 158,75, 158,80er Stufe. Das würde dann, wenn wir das in Klammern umrechnend auf eine 10-Jahres-Rendite der Bundesanleihe, wären wir dann schon im Bereich der 0,4% per annum. Das heißt also, eine 10-jährige Bundesanleihe wirft dann einen Zins von, in diesem Fall von 0,40 in Richtung 0,45 hier oben ab. Momentan sind es 0,50, 0,51. Also wir sind auf bestem Wege, wieder in Richtung Allzeithochs zu kommen. Ja, große Entschuldigung, die Technik hat versagt. Ich werde mir das ganz kurz nochmal, bevor du das schließt, Roman, nochmal kurz, hier hat ein Herr nämlich etwas geschrieben zum Thema Windows 10 und irgendwas noch. Was man da vielleicht noch irgendwas tun kann. Es geht hauptsächlich darum, dass das hier natürlich in den nächsten Sessions möglichst irgendwie vermieden wird. Also das braucht wirklich kein Mensch. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wir werden schauen, was wir da machen können. Vielleicht hast du auch noch eine Idee. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überfragt, weil ich nutze auch Windows 10 und habe bis jetzt die Problematik nicht erlebt. Aber vielleicht einfach mal zum Trost. Glaub mir, die paar Minuten haben wir dich sehr vermisst. Oh. Ja. Nee, Windows 10 habe ich ja noch nicht. Ich habe das ja nur die ganze Zeit, das Typische, dass man das so, okay, bekommt, das Fenster und hat. Es ist ja noch hier die 8.1-Nummer, Windows 8.1. Das ist schlecht. Genau die Geschichte finde ich sehr schlecht. Also Windows 8, das finde ich grotenschlecht. Ja, es ist auch nicht der wahre Jakob, aber jetzt hat es die ganze Zeit sehr gut funktioniert und war eigentlich auch stabil. Hatte ich noch nie gehabt, dass ich hier Abstürze hatte. Und jetzt haben wir das auf einmal. So darf das nicht passieren. Gut, also nochmal Entschuldigung, wir sehen hier die ersten Trades soweit. Bevor ich hier ganz mich verabschiede, werde ich den hier auch schließen. Ein paar Pünktchen mit nach unten mitgenommen, alles gut. Und auch bei dem US-Dollar-Japanischen Yen bleiben wir drin. Dirk, ich habe schon zu mir rüber gestellt, also ich nur... Kein Problem. Okay, weil gut, ich dachte, wir wären schon soweit, aber ich denke, ist auch schon fast so. Dirk, das letzte Wort. Das letzte Wort, genau. Also achten Sie auf diese drei vorgestellten Zentralbanktermine. Wer da Interesse hat an diesen Währungspaaren, Australian Dollar gegen den Dollar, dann noch die jeweiligen japanischen Yen-Paare, die zwei wichtigen gegen den Dollar und gegen den Euro. Und in Richtung Donnerstag auch jetzt schon mal drüber nachdenken, Positionierung in Euro-Pfund und Pfund-Dollar. Das sind halt aktuell die Themen, beispielsweise im Währungsmarkt, was den DAX angeht, aktuelle heutige Tagesrichtung. Mit einem kurzen Dip in Richtung 9,6 bin ich eher der Meinung, dass wir noch ein Stück weit nach aufwärts kommen. Bis Mittwoch und dann bis dahin hoffentlich auch noch hier bei mir Fehlersuche und bis dahin auch hoffentlich nicht nochmal so ein Crash, wie wir den beim System hier heute gesehen haben. Bis dahin gute Zeit. Danke. Alles klar. Vielen Dank an Dirk Frischewski. Sehr genau, und Herren, kurz zum Abschluss hier sehen Sie die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, falls weitere Fragen bestehen. Mein Name ist Roman Kotjanski. Im Namen des gesamten Alma Markets Team bedanke ich mich für die zahlreiche Teilnahme. Machen Sie es gut. Ich hoffe, dass der Start in die Woche etwas flüssiger läuft als die Technik von Microsoft. In diesem Sinne, wir hören uns am Mittwoch. Tschüss. Tschüss.